Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Grüß dich, Emi. Ich mag irgendwie Emis Puppengesicht mit der Krone. Hat zwar keine Skills drauf, aber irgendwas ist ja immer. So. Wir wurden in die dunkle Bruderschaft eingeladen, ne? Dann wollen wir mal dieser Einladung Folge leisten. Ja, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, ich habe wieder ein wunderbares Witcher-Wochenende hinter mir. Das habe ich mich so gefreut, weil ich habe in der Vergangenheit oder in der letzten Zeit habe ich dann mehr Anno oder Diablo Beta gespielt. Was war da noch? Ach so, ja, hier. Callisto-Protokoll habe ich gespielt, weil wir haben ja jetzt endlich ein New Game Plus bekommen. Na? So, und weil ich so ein bisschen knurrig war. Und knurrig wollte ich halt nicht für euch aufnehmen. Beschwere ich mich nur wieder über irgendeinen Quatsch, den ich da gesehen hatte. Und da habe ich gesagt, komm, nee, komm. Dann mal ein bisschen entgiften. Na, so, und dann habe ich einfach nur für mich gezockt. Und dementsprechend habt ihr dann halt nur eine Folge am Tag bekommen. Und ja, ich habe so ziemlich viel Platz auf meiner Platte schaffen können. Dadurch, ne? So. Der Platz, der ist jetzt schon wieder Geschichte. Ich habe so den Witcher am Wochenende gesuchtet, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe auch mit Ciri zusammen irgendeinen Boss umgeballert. Und ich dachte schon, das wäre so der Endboss. Aschling, ich glaube, das ist der gar nicht. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Was ist denn für einen schwarzen Tümpel da? Scherz. Die Profis wissen natürlich, was das für ein schwarzer Tümpel ist. Ich mag Arwak. So, Terana. Was nun? Nix. Ich bin nur immer noch nicht. Mit deinen Augen weiß ich nicht, ob das so alles richtig ist. Still, mein Bruder. Ja, so macht man das. Erstmal irgendwo reinkommen und sich bedienen, oder? So. Den nehmen wir natürlich auch. Und dann waren es nur noch drei. Ich habe gerade beim Folgeplan, ne, ich mal hier so geguckt. Und dann habe ich jetzt ernsthaft den in Windheim habe ich noch nicht. Ist ja sträflich. Ist ja sträflich. Was ist das? Fittif. Veränderung. Veränderung 98. Was ist das? Ganze
Schattenrüstung. Guten Tag. Ah, endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Habe ich. Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Mhm. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort. Also macht es euch gemütlich. Wann darf ich jemanden umbringen? Schon bald, Schätzchen. Schon bald. Ich bereite einen Auftrag für euch vor, brauche aber noch etwas Zeit. Bis dahin solltet ihr Nasir aufsuchen. Er hat vielleicht ein paar kleinere Aufträge zu vergeben, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Abgeschlossen. Wer solche Freunde hat. Hör mal, Astrid, wer ist die Mutter der Nacht? Die unheilige Oberin. Die verhüllte Dame. Die Herrin der Leere. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thys einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht, wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie, sie ist nur noch ein Skelett, ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Okay. Die Mutter der Nacht wird also hierher gebracht? Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Syrodiil in Himmelsrand angelangt war. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmor zu verdanken, also musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat, aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Er bringt die Mutter der Nacht hierher, schon bald. Wo kommen die Aufträge her? Sie kamen immer von der Mutter der Nacht. Potenzielle Auftraggeber mussten das schwarze Sakrament vollziehen, damit sie ihre Gebete erhört. Die Mutter der Nacht teilte dem Zuhörer dann die genauen Umstände mit. Der Zuhörer entsandte dann einen Sprecher, der den Auftrag mit dem Auftraggeber offiziell vereinbarte. Okay. Ach, das ist alles aber schon sehr lange her. Es gab schon seit Jahren keinen Zuhörer mehr. Nicht seit Syrodiil im Krieg mit den Talmor überrannt wurde. Aber die Leute wissen das nicht. Also vollziehen sie noch immer das Ritual. Und früher oder später erfahren wir davon. Wenn jemand uns braucht, finden wir es auch heraus. Alles klar. Gibt es irgendwelche Regeln, von denen ich wissen sollte? Früher war die dunkle Bruderschaft an die 5 Gebote gebunden. Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. All diese Regeln, all die Disziplin. Und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist. Wir sind die Letzten unserer Art. Und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Okay. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Diese Zuflucht war mein Leben, seit ich eine junge Frau war. Schon früh entdeckte ich meine Gabe fürs Töten. Ich hatte einen Onkel, der mir bestimmte unerwünschte Avancen machte. Also brachte ich ihn um. Es gefiel mir. Dann habe ich wieder getötet. Und es gefiel mir noch mehr. So ging es dann immer weiter. Schließlich wurde ich von der dunklen Bruderschaft angeheuert und bin seither bei ihnen. Ich lernte meinen Ehegatten Arnbjorn kennen, stieg in die Führungsriege auf. Und nun stehe ich hier. Okay. Hör mal, wenn ich beim Töten erwischt werde, was ist dann? Das vermeidet ihr besser.
Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln. Oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ihr könnt natürlich fliehen. Aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Okay. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ist uns allen schon passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Okay. Gut. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Alles klar, Astrid. Alles klar, Mark. Nochmal. Spielt den Teil, wo er versucht, euch Süßigkeiten zu kaufen. Gut, in Ordnung. Dann mal los. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh ja, bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier unten ist es aber finster. Oh, aber ihr seid so wunderschön. So ein strahlendes Lächeln. Eure Zähne. Nein. Ach, Babette, ihr seid wirklich schlimm. Was ist mit euch, Festus? Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert. Etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh, ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Die Kleine verarscht den Werwolf. Ich bin nicht süß, es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch, ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Der Redoran-Auftrag? Ja, ihr habt richtig. Ich meine Ehre, euch kennenzulernen. Spart euch die Nettigkeiten. Ich bin nicht daran interessiert, jemanden kennenzulernen, der morgen schon tot sein könnte. Wenn ihr in ein paar Wochen noch atmet, werden wir sicher die besten Freunde sein. Okay. Astrid hat gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Hört sich einfach an. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Okay. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Cool. Ich bin bereit für meine ersten Aufträge. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius und die Minenleiterin Beitild.
Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Nafri ist schon vom Bären umgebracht worden. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Ich war für das euch nicht. Muss man wirklich Angst haben. Ich war es nicht. Hier habt ihr eure Bezahlung. Das war der Bär. Er erzählt mir etwas über Beithilfe. Sie hat sich vor mehreren Monaten von ihrem Ehemann getrennt. Heute leiten die beiden konkurrierende Bergbaubetriebe. Beithild ist wütend und verzweifelt. Eine Kämpferin. Okay. Und der Indonius? Er lebt nicht unweit von Angas Mühle im Wald. Früher war Papius doch der Müller. Heute ist er nur noch ein wahnsinniger Einsiedler, der glaubt, jemand hätte es auf ihn abgesehen. Hat's ja auch. Womit er sogar recht hat. Ja. Was könnt ihr mir über euch selbst erzählen? Nun, wie ihr sicher schon bemerkt habt, bin ich Rotwardone. Allerdings habe ich nur wenig mit den meisten anderen Rotwardonen hier in Himmelsrand gemeinsam. Das steht fest. Ich bin ein Kind Hammerfels, geboren im Sand der mächtigen Wüste Alikir. Das Blut leuchtet dort in einem Rot, das sich kaum in Worte fassen lässt. Cool. Meine Vergangenheit ist lang und reich an Geschichten, auf die ich nicht immer stolz bin. Die dunkle Bruderschaft hat mich vor mir selbst gerettet. Seither habe ich nie wieder zurückgeblickt. Alles klar. Gut. Kannst du mir leichte Rüstung beibringen? Es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Merkt ihr den Satz? Na, Nasir. Merkt ihr den? Gute Jagd. Ja. Ist höchstens so, dass du in ein paar Wochen nicht mehr lebst. Guck mal da. Ein Wort der Macht. Todeszeichen. Schick, schick, schick. Nee, da. Und jetzt brauchen wir schon wieder Drachen. Naja. So. Was sagt er? Sollen wir uns mal hier umsehen oder gleich hier auf zu unseren Aufträgen. Ach, das ist Nasir. Na gut. Und lass endlich die Kackpilze liegen, ey. Das ist ja schlimm. Gut, den Ring können wir nochmal mitnehmen. Mhm. Grüß dich. Da seid ihr ja. Astrid hat mir alles über euch erzählt. Habe ehrlich? Gehört, dass sie die alte Wählt euer Opfer aus Nummer mit euch abgezogen hat. Die finde ich einfach klasse. Ich finde sie klasse. Wie schön euch kennenzulernen, Babette. Es wird euch hier gefallen. Wir haben eine Menge Spaß und passen aufeinander auf, wie das Familien ebenso tun. Okay. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Ja, ja. Die dunkle Bruderschaft hat Mama und Papa getötet und mich mitgenommen. Ja, ja. Bitte, bitte helft mir. Ziemlich überzeugend, nicht wahr? Überhaupt nicht. In Wahrheit nicht. Bin ich kein kleines Mädchen. Früher war ich eins natürlich. Vor 300 Jahren. Ja. Als Vampir bleibt man erstaunlich frisch. Ja. Sollte ein Gesetz geben. Sollte es ein Gesetz geben. Gegengeben. Na? Und hier, Babette hat eine eklige Spinne. Aber wir haben auch eine eklige Spinne. Sie attackiert uns Lasst nicht. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Was ist mit dir, Festus? Ja, ja, ihr seid das neue Mitglied der Familie. Wisst ihr was? Betrachtet mich doch einfach als den mürrischen alten Onkel, mit dem keiner redet. Gehen wir einander aus dem Weg. Gut, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, alter Mann. Hm. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich wurde mit einem Zauberstab in der Hand geboren. Also, bildlich gesprochen. Das wäre ja sonst recht schmerzhaft für meine Mutter gewesen. Aber ich war ein Wunderkind. Mit 12 Monaten habe ich einfache Zauber gewirkt. Mit 3 Jahren komplexe Anrufungen. Und mit 7 habe ich Leichen reanimiert. Als ich 13 war, brannte ich aus Versehen das Haus meiner Familie nieder.
ein paar verirrte Blitze. Doch bald darauf meisterte ich meine Gaben. Vollständig. Danach habe ich an der Akademie unterrichtet. Bin aber nach 2 Jahren gegangen. Zu einfach. Zu vorsichtig. Keiner von ihnen hat die Herrlichkeit der Schule der Zerstörung verstanden. Herrlichkeit. Ja, ja, lebt wohl, tötet einen Haufen Leute, lang lebe Cities und so weiter. Der hat... Ah, guck an. Neue Schwester. Ich möchte euch in unserer Familie herzlich willkommen heißen. Das ist aber lieb von dir, Gabrielle. Schön, euch kennenzulernen. Euch umgibt auf jeden Fall eine seltsame Energie. Ich freue mich darauf, eure Fortschritte zu verfolgen. Eine seltsame Energie? Was könnt ihr mir über euch erzählen? Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte, lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja, einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Ich mag dich, Gabriella. Tötet gut und oft. Ja, wenn's sich nicht vermeiden lässt, ne? Uncommon Taste haben wir jetzt schon oft genug. Und warum ich den Lauch mitgenommen habe? Leider kann ich die nicht... Never betray the dark. Ich kann's nicht wirklich. Never steal the... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist nicht gestohlen. Von wegen Never Steal. Kiesel ist weich. Ja, ich kann es nicht. Es ist so klein geschrieben. Und ich bin so alt, da geht das nicht mehr. Ach, ist ein Scheiß drauf. Kommt mir nicht bekannt vor. Lass doch mal die Bülze legen. Steinbett. Warum will jemand auf ein Steinbett pennen? Wir sind doch hier nicht in Markert, oder? Ja, würde ich eher hier pennen. Geile Fenster. Das ist echt cool, ne? Lululululu. Okay, lass die Pilze legen. Exe. Willkommen, meine Schwester. Willkommen in unserer Zuflucht. Uns beizutreten war die richtige Entscheidung, glaubt mir. Meinst du? Wie schön, euch kennenzulernen. Vertraut einfach Astrid und befolgt ihre Befehle. Und ihr werdet hier keine Probleme haben. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Einst war ich eine Schattenschuppe. Ein Meuchelmörder im Dienste des Königs der Schwarzmarsch. Von der dunklen Bruderschaft ausgebildet, seit dem Tag meines Schlüpfens. Ah, aber das ist ein Leben lang her. Heute bin ich der Letzte meiner Art. Okay. Meinen Orden gibt es nicht mehr. Jetzt diene ich Astrid und dieser Zuflucht. Ich bin zum Töten ausgebildet und mein Dasein hat wieder einen Sinn. Das Leben ist gut. Cool.
Passt gut. Auf euch auf. Ich versuche es. Gibt's was? Ach, guck mal hier. Avenue. Gibt's nicht. Alles klar. Gut. So. Dann haben wir was zu tun, ne? Beithild ist in Dämmerstern, wenn ich mich nicht täusche. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Alles klar. Die Wahrheit über die Mutter der Nacht muss ich haben. Ne? Sollen wir das mal... Ich weiß gar nicht. Haben wir das schon mal jemals gelesen? Das liegt hier so. Die Wahrheit über die Mutter der Nacht. Obwohl schon viel über Morrowinds Moraton und Tamriels weit verbreitete dunkle Bruderschaft geschrieben wurde, ist es unklar, wann und wie genau diese beiden gefürchteten Assassinengilden gegründet wurden. Oder genau genommen, wann und wie sich die dunkle Bruderschaft von der Moraton abspaltete. Da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass sie aus der Moraton hervorgegangen ist. Der größte Streitpunkt liegt in der Person der Mutter der Nacht. Eine Frau, die in beiden Organisationen eine wichtige Rolle spielt. Durch intensive Forschung und Befragung und unter lebensbedrohlichen Umständen. Die dunkle Bruderschaft sieht solche Informationen als heilig an. Ist es mir gelungen, dieses uralte Geheimnis zu enträtseln? Ich habe die Wahrheit der Mutter der Nacht endlich enthüllen können. Obwohl ihr Name heute nicht mehr bekannt ist, so war die Mutter der Nacht einst eine gewöhnliche sterbliche Dunkelelfin. Sie lebte in einem kleinen Dorf, welches dort stand, wo sich heute Braville in der kaiserlichen Provinz Cyrodiil befindet. Sie war ein angesehenes Mitglied der Moraton und wie die anderen Mitglieder auch, arbeitete sie als Assassinin im Dienste der Dedra-Fürstin Mephala. Genau genommen hatte sie den Titel Mutter der Nacht inne, welcher der höchstrangigen Frau in der Organisation vorbehalten war. Die Oberin bestimmter Sekten hießen Mutter der Nacht. Sie waren die Günstlinge Mephalas und sie wurden geachtet und gefürchtet. Es war jedoch nicht Mephala, die aus der Mutter ein Phantom machte, sondern eine andere, noch perfidere Manifestation des Bösen. Thitith, der Fürst des Schreckens, Verkörperung der unendlichen Leere, nachdem der Potentat im Jahr 2. Ära 324 ermordet wurde, wurden die Moraton gejagt und die Gilde wurde in Cyrodiil und dem Großteil des Kaiserreichs fast völlig ausgelöscht. Kurz nach diesen Ereignissen behauptete die Dunmer-Frau, die Stimme von Sithith hören zu können. Sie sagte, dass der Fürst des Schreckens unzufrieden sei. Der Mangel an Erfolg der Moraton machte ihn unglücklich. Er sagte ihr, dass die Leere nach Seelen hungere und dass es ihr Schicksal sei, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Den Legenden der dunklen Bruderschaft zufolge besuchte Sithith die Mutter der Nacht in ihrem Schlafzimmer und sie gebar ihm 5 Kinder. 2 Jahre vergingen und dann passierte das Undenkbare. Die Dunkelelfin führte den Plan des Fürsten des Schreckens aus und ermordete ihre Kinder, woraufhin deren Seelen direkt in die Leere fuhren, direkt zu ihrem Vater. Als sie von dieser Abscheulichkeit hörten, sammelten sich die Dorfbewohner gegen die Frau, denn eine solche Handlung war unvorstellbar, selbst für die Mutter der Nacht, der Moraton. In einer Nacht der Rache fielen sie über die Frau her, töteten sie und verbrannten das Haus, in dem das Grauen stattgefunden hatte. Und das war das Ende der Geschichte. Oder zumindest dachte man das damals. Nach etwas über 30 Jahren hörte ein namenloser Mann eine seltsame, tröstende Stimme in seinem Kopf, so wie die Dunkelelfin die Stimme Thitith in sich gehört hatte. Die Stimme sagte, sie sei die Mutter der Nacht und sie nannte den Mann Zuhörer, den ersten von vielen und somit schickte die unheilige Oberin ihre Diener auf seinen Weg. Er würde eine neue Assassinengilde, die Dunkle Bruderschaft, gründen, welche nicht Mephala, sondern dem Fürsten des Schreckens, Thitith, diente. Die Moraton, welche es nun nur noch
in Morrowind gab, war ein Artefakt eines alten und vergessenen Zeitalters, die Dunkle Bruderschaft. Verknüpfte den Tod mit dem Geschäft. Somit würde die Organisation an Reichtum und Macht wachsen, während sie der Lehre stetig frische Seelen zuführte. Die Mutter der Nacht sagte dem Zuhörer, dass dies eine perfekte Abmachung sei. Die Leichen der Mutter der Nacht und ihrer Kinder wurden in den frühen Tagen der Bruderschaft exhumiert und dann in einer Krypta unter dem alten Standort ihres Hauses beigesetzt. Und dort verbleiben sie bis heute. Falls es euch in eurem Reisen nach Braville verschlägt und ihr euch etwas bei der Statue der glücklichen alten Dame wünscht, wie es der Brauch ist, bedenkt, dass ihr auf heiligem Boden, aber bösen Boden steht. Denn ihr steht über der Mutter der Nacht, der unheiligen Oberin selbst, und euer Glück nähert sich gerade seinem Ende. Ja, cool. Habe ich noch nie gelesen, das Buch. Wirklich noch nie. Cool. Mal ein bisschen wieder. Lass uns etwas schneller. Was ist denn los? Willst du da was reinschieben? Nicht? Gok, du darfst da nicht rein. Gok, darfst da nicht rein. Bitte, komm. So, dann würde ich sagen, düsen wir mal nach Dämmerstern, ne? Bringen die Trollabulla um. Dann düsen wir nach zu der Mühle, kurz vor Windhelm. Bring da den Einsiedler um, den Verrückten, der Paranoia hat und glaubt, man trachte ihm nach seinem Leben. Das ist verrückt. Naja, und dann schnappen wir uns, wenn wir da schon mal da in der Nähe sind, schnappen wir uns dann in Windhelm nochmal hier so ein Steinchen von Barentia. Ist ja ein Ding. Bin ich echt noch nicht in die Hütte eingebrochen? Also beim Zauberer, ne? Da habe ich den Stein mitgenommen, oder? Was für eine Frechheit. Wirklich frech. Echt frech. So, reitest du hier lang. Ein Skiver und ein toter Elch. Oder Rentier. Bärchen, bleib entspannt. Lauf, Elch, lauf. Ja, und dann von Windhelm aus machen wir einen Schlenker um Riften rum. Aufträge abgeben, ne? Der Flusswald. Komm.
Ja, packt euch den Wolf mal da. Bisschen diesig, aber gab schon schlechteres Wetter hier im Himmelsrand, ne? Zack, jetzt kriegt der Wolf. Und da ist er tot. Ein bisschen nah dran am Pferdearsch, ne? Ach, ich mag die Tundra hier. Kätzchen. So nicht, ne? Jetzt können wir auch mal überprüfen, ob Cicero weg ist. Sieht aber so aus, ne? Als wenn der Kaspar endlich seinen Wagen repariert bekommen hat. Ist auch ein bisschen irgendwie ein bisschen faul gemacht, ne? Weißt du, da überredest du den Laurentius? Ja, okay, ich helfe dem. Auf der anderen Seite hat ja keiner gesagt, wann, ne? Naja. Die Beithild. Ist auch irgendwie ungewöhnlich, ne? Normalerweise macht der Ex-Mann das selbst, ne? Und feuert keinen Mörder an, aber. Der ist wohl entweder faul oder schlau, ne? Kriegst du ein. Das aber eine Überraschung. Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. Haben wir, aber der Held ist von euch gelangweilt. Kommt mit dem Troll spielen, der mich verfolgt. Das wäre geil, ne? Der Troll, der vor Wut entbrannt hinterher stürmt. Und dann die Banditen verkloppt. Ich müsste eigentlich mal da in das Orkdorf Lagerspur, um zu gucken, wer da überhaupt noch lebt. Ich glaube, das ist komplett leer. Ja, da ist komplett empty, das Dorf. Reicht jetzt, wirklich. Schnauze voll.
War jetzt eher schon so, jetzt so ein bisschen angenehmer, ne? Ich töte, also das mit Nafri. Ich fand zwar blöd, dass die eine Quest natürlich dann geschrottet war. Ist natürlich jetzt auch blöd, ne? Ich habe ja ordentlich Zeugen hier. Tja. Gott, die beiden Verrückten sind da. Mach die Funzel aus! Wir sind in geheimer Mission hier. Stahlpfeile? Ehrlich? Ja, alle anderen habe ich... Mal. Woher seid ihr gekommen? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich bin der Tane des Jahl. Ich befehle euch, mich sofort gehen zu lassen. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jahl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Ja. Es tut mir unheimlich leid. Was ist passiert? Es tut mir unheimlich leid. Aber es gibt halt einen Auftrag und ich bin der Tane. Lass uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Ja, komm. War nicht gut. Naja. Kommt der Typ sofort angerannt. Ich verstehe es aber auch nicht. Warum bin ich in letzter Zeit so... Sag Bescheid, wenn nicht. Was habe ich denn hier überhaupt? Ich müsste doch eigentlich invisible sein. Also so ziemlich. Guck mal hier, 91. Da gibt's doch noch was hier. Guck mal. Schick. Nehmen wir. So. Leichte Rüstung. Schleichen. Da bin ich doch. Bin ich doch hier krass. Meuchelklinge. Das will ich alles nicht haben. Was ist Stille? Gehen oder rennen haben keine Auswirkungen. Okay. Schlussknacken, Taschendiebstahl. Redekunst, Alchemie, Illusion, Beschwörung. Wir sind so ziemlich etwas durch. Wer seid ihr denn? Ihr braucht etwas? Nö, eigentlich nicht. Was wollt ihr? Eigentlich. Ja? Ja? Beeilt euch. Ich bin ganz Ohr. Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich arbeite in der Mine, so wie alle anderen auch. Ja. Im windigen Gipfel gibt es den besten Baden von ganz Dämmerstern. Echt? Nämlich mich. Darf ich euch um was bitten? Was kann ich für euch tun? Ja? Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende.
Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Gut, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, das war wir alles. Wir haben doppelt so viele Bergmänner gearbeitet, Erster Mord. Ne? Thoring betreibt. Da habe ich Fehler begangen. Spricht mit ihm. Da habe ich Fehler gemacht. Ne? Sollte einem normalerweise beim Morden nicht passieren. Na gut, aber ist ja alles gut ausgegangen. Ne? Ich feiere jetzt hier noch ein Ründchen mit Serana. Geh dann schlafen und wir sehen uns morgen in alter Frische. Ich wünsche euch was. Bye, bye.